Jaguar Land Rover ist eine Marke, die wirklich für Geschichte steht. So feiert zum Beispiel Jaguar in diesem Jahr 50 Jahre XJ. Aber die Marke steht auch für Performance und sie steht auch für neue Dinge. So ist Jaguar zum Beispiel bei dem Formula E ganz vorne mit dabei. Und zum Thema Elektrik und Performance gibt es hier heute eine Weltpremiere. Der Jaguar I-Pace feiert hier seine Publikumspremiere und wir reden hier von einem schönen, voll elektrischen Auto und von einem sportlichen dazu. Neben mir ist der Geschäftsführer von Jaguar Land Rover. Ganz einfache Frage, was macht das Auto so besonders? Dieses Auto ist für Jaguar unsere Zukunftsabsicherung. Das läutet eine neue Ära ein für unsere Marke und wir wollen da wirklich neue Kunden mit ansprechen. Letztendlich ist natürlich Elektrik die Zukunft und das Auto verkörpert genau das. Wenn wir über Elektrofahrzeuge sprechen, ist natürlich Thema Reichweite ein großes Thema und auch, sagen wir mal, moderne Technik. Was hat er denn da zu bieten? Also wir haben natürlich einen sehr starken Motor. Performance ist natürlich uns sehr wichtig. Wir haben 400 PS, zwei Elektromotoren, also Allradantrieb. Dazu haben wir natürlich auch eine Reichweite. Nach dem neuen WLTP-Vorgabe ist das 480 Kilometer. Also sehr ordentlich, würde ich mal sagen. Und damit, glauben wir, können wir neue Kunden ansprechen, die genau das brauchen, ein Long-Distance-EV-Fahrzeug. Wenn wir über 480 Kilometer Reichweite sprechen, dann sprechen wir doch sicherlich auch über extreme Ladezeiten, oder? Nein, in dem Fall nicht. Also wir haben hier ein Auto, was sich über eine DC-Ladeinfrastruktur mit Wechselstrom von 0% auf 80% in lediglich 40 Minuten laden lässt. Und das ist, glaube ich, genau, was der Kunde sucht, der auf eine längere Strecke ist. Wenn 480 Kilometer nicht reicht, dann kann man das halt in 40 Minuten aufladen. Wichtig auch nochmal die Vernetzung des Fahrzeuges mit dem Home-System, also oder über App. Man weiß immer, wie viel noch zu laden ist, wie weit man die Reichweite noch ist und deswegen weiß der Kunde eigentlich immer, wo er steht. Wenn wir jetzt sagen, wir können lange Strecken mit dem Fahrzeug fahren, sauber und ordentlich, wie sieht es dann mit dem Platz aus? Also, weil natürlich ein Elektrikfahrzeug diese Möglichkeit bietet an unseren Designer, um das genau, diese Motor ist weg, nach vorne zu holen, unsere Cabin, ja. Da sieht man auch die kleine Motorhaube. Das gibt uns intern viel mehr Platz und viel mehr Platzmöglichkeiten. Also wir haben eigentlich eine gehobene SUV-Größe, aber trotzdem ist das Auto noch wie eine Mittel-SUV-Größe, so gesagt. Das Ganze hat doch wahrscheinlich bei der Menge Technik auch einen richtigen Preis, oder? Ja, wir fangen an mit 77.850 Euro. Ich glaube, das ist ein fairer Preis für die Technologie, die man hier bietet. Und ich hoffe natürlich, dass viele Kunden auch das Auto jetzt annehmen. Und übrigens bestellbar ist er ab sofort. Wenn ich mich jetzt umschaue, stehen ja hier auf dem Stand von Jaguar Land Rover viele schöne neue Autos. Feiert denn sonst noch irgendein anderes Fahrzeug Premiere? Ja, genau. Also wir haben unsere SV Coupé Range Rover. Die steht da genau vorne. Das ist natürlich ein absoluter Luxusauto ist, ja, für unsere Marke und nochmal ein E-Tüpfelchen draufsetzt. Und für unsere Kunden, die wirklich was Besonderes wollen, bieten wir 999 Mal an nur. Also sehr limitiert. Und das ist genau, was der Marke auch braucht, um diesen Luxusanspruch zu erzielen. Jahre für ein Fahrzeugmodell wie hier den XJ, das wünschen sich andere Hersteller, aber das Auto gibt es tatsächlich so lange, hat halt dieses Jahr Geburtstag. Aber wir finden bei Jaguar, und das finde ich besonders spannend, eben auch richtig moderne Autos und da geht es nicht nur zum Beispiel um die neuen SUVs, sondern es geht vor allen Dingen um Elektromobilität und ich finde den I-Pace in der Kombination aus Fahrspaß, Fahrdynamik und Reichweite wirklich gelungen.